Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer nächsten Hogwarts Legacy Folge. In der letzten Episode haben wir die letzte Hüterprüfung bestanden und zusätzlich haben wir noch eine Beziehungsmission mit Poppy gemacht und heute müssen wir nach Hogsmeade und uns einen besonderen Zauberstab herstellen lassen. Ich muss Mr. Ollivander in seinem Laden besuchen und sehen, ob er den Zauberstab der Hüter mit den Artefakten aus ihren Prüfungen herstellen kann. Frage Gerbold Ollivander nach seiner Meinung. So, dann wollen wir doch mal los nach Hogsmeade. So, und zwar hier um die Ecke. Dann gehen wir mal zu den guten Herren. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Das hoffe ich auch. Ah, Moment mal. Ich muss den Auftrag erst annehmen. Hallo, Sir. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Tja, nochmals Glück gehabt, oder wie? Oh, wir müssen darauf warten. Geht es etwas so schnell? Jetzt sind wir aber mal gespannt. Ui. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Oh, oh. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen.
Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Wow, was ging denn jetzt ab? Verteidige dich gegen Rookwoods Handlanger. Du gehörst nicht hierher. Wirklich geschickt. Serio! Du befehl. Ich zu sehen als ein Errumpel. Ich wusste es. Oh, das wird unser Heil. Das hast du zu So, einer ist platt. Was fällt dir ein, mir so etwas anzutun? Ach, ist nur noch der jetzt hier, oder? Jetzt bringen wir es zu Ende. Hör sofort damit auf! Wärst du doch zu mir gewechselt. Und Gegner. Tötest du das Unvermeidliche hinaus? Die unbeschwerte Zeit ist verpasst. Irgendwas stimmt. Dann nur aus für den Rest deines Kumpels. Ja, Bombarda, wo? Auf und kämpf! Rookwood verliert! Was soll ich für dich tun? Du entkommst der Hitze, Rookwood! Versuch es mir nicht allzu einfach zu machen! Hey, Rookwood! Okay, gut. Oh nein, oder? Wow.
Nein, oder? Okay, das müssen wir jetzt nochmal machen. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Bringen wir sie an. Hervorragend. Insekto! Ein Zierwesen ist in meine Falle gekommen. So etwas hab ich noch nie gesehen. Zeit für einen Ausgleich. Ist zu sehen als ein Herunterkommen. Aha, es ist noch mehr. Excalibur! Du hast meine Worte. Excalibur! Das hast du getan. Und so mach eine Nervensäge. Ja, irgendwie ist das doch schwieriger, als ich dachte. Leider habe ich nicht genug Heiltränke mit mir genommen. Du hast einen Pflanzenfimmel, oder? Fuzio! Wow. Ich werde erst. Akio. Sendo. Leviato. Sendo. Expulso. Fuzio. Was hast du getan? Expulso. Scaliamos. Leviato. Wo ist der? Soll das alles sein? Du bist ziemlich. Expulso! Levioso! Expulso! Schau mal nach oben! Expulso! Du verziehst dich, was? Scaliamos! Expulso, mein Gott! Indo! Da musst du dich schon mehr... Expulso! Ich hab dich im Dutzend. Ich gucke zu, wie das wird. Sollte das so etwas wie einen Angriff darstellen? Ich hab's nicht verstanden. Hält dich für schlau. Mehr hast du nicht drauf. Fuzio.
zerplatzt im Kampf dabei. Akio! Incendio! Das war noch gar nichts. Na. Der schon wieder. Oh mein Gott. Besiege Victor Rookwood. Haben wir den jetzt wirklich besiegt? Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fake berichten, was passiert ist. Ja, wow. Jetzt haben wir den wirklich besiegt. Der ist platt. Revelio. Einer weniger, würde ich mal sagen. Jetzt fehlt nur noch Renrock. Naja, wir schauen jetzt mal, ob hier oben noch was ist, aber ich schätze mal nicht. Da draußen steht noch eine Kuh. Kehre zur Kartenkammer zurück. Na gut. Dann auf in die Kartenkammer. Zu Professor Fick. Da steht der Mann. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivander mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich... Er bekam, was er verdient hat. Ich musste mich wehren. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn aufhalten konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Nun kann es weitergehen. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht auch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Das hier muss der Weg zum Verhältnis sein. Ja, cool. Revelio.
Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Ja, dann schauen wir doch mal die Höhlen der Hüter. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Bahne dir den Weg zum Behältnis. Tja, ich würde mal sagen, wir sind zu spät. Renrock hier ist. Gehen wir. Halte die Kobold-Anhänger auf. So, jetzt aber schnell. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Das glaube ich allerdings auch. Professor. Dort kämpft die Gegend. Wir werden wo sein. Wir müssen in der Nähe sein. Renrock wird unsere Fortschritte begrüßen. Erreiche vor Renrock das Verhältnis. Also, der Typ muss auch irgendwo hier sein. Wow! Wo sind die anderen Professoren? Ich sehe sie. Die kämpfen gegeneinander. Hier geht's weiter. Professor, die Mauer. Dort geht es weiter.
Sehr aufmerksam, meine Jungen. Es klappt. Weiter. Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht. Wir können nur weitersuchen. Wow, das sieht richtig cool aus hier. Ich mag solche Höhlen. Hören Sie, noch mehr Kobolde. Wen haben wir denn da? Hui. Und der Professor. Das sind die Soldaten. Das hört ja gar nicht auf hier. Sehr wenig Glück gebracht. Ah, hier geht's weiter. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Wow. Was geht hier denn ab? Verstärkung ist da, Jungs. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Auf ihn! Imperio! Dass du mal vor mein Kopf! Ja.
Sehr cool gemacht. Oh oh, was geht hier ab? Sag bloß, wir müssen auch noch gegen die zwei kämpfen. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Jetzt. Ich werde es hier lassen. Ich werde es öffnen. Oh mein Gott. Ich werde es öffnen, oder? Das ist auf jeden Fall die interessantere Option, würde ich sagen. Ich werde es hier lassen. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht länger brachliegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Ach Gott, jetzt will er mich überzeugen, oder wie? Sie haben recht, diese Macht darf der Welt nicht vorenthalten werden. Ich will die Macht für mich. Okay, Sie haben recht. Nein, Sie haben recht. Ich weiß, der Preis ist zu hoch. Vielleicht sollte diese Magie weggesperrt werden. Das beruhigt mich. Ich weiß, eine solche Macht ist verlockend. Gut, dass Sie sich entschieden haben, sie nicht freizusetzen. Auch wenn das im Moment die richtige Entscheidung sein mag, so bin ich doch ins Grübeln gekommen. Was ist, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Es sollte vorerst bewahrt werden, es sollte ewig bewahrt werden. Ich will es vorerst bewahren, aber wenn ich bereit bin, will ich meinen Vertrauten alles erzählen und ihre Hilfe annehmen. Das hätte Miriam wohl auch gewollt. Wir sollten anderen vertrauen. Wenn es jemanden gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, dann sie. Oh oh, oder? Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er war nie deins.
Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf... Gott. Und nun? Revelio. Besiege Renrock. Er nähert sich an der Macht des Behältnisses. Deine königliche Magie ist meiner nicht gewachsen, Kind. Expelliarmus. Revelio. Wow. Hast dich wieder geschützt? Nicht mehr lang. Lass es. Bombara. Hindo. Soyam. Lass es. Thank you.
super. Wo muss ich jetzt hin? Hier runter. Du entkommst mir nicht, Renrock. Ja, der ist schwieriger als ich dachte. Da bin ich jetzt einmal gestorben. Du wirst sterben! Siehst du sie, Renrock? Das ist das Ende, Renrock! Du kannst mich aufhalten! Sentio! Konfringo! Carrasco Molotov! Wow, endlich.
Also. Miriam. Miriam. Hätte sie geliebt, meine junge Freundin. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Oh nein, oder? Das ist traurig. Wow. Was für ein Fast-Ende, oder? Beziehungsweise, wobei, alle Hauptgegner sind tot, würde ich mal sagen. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Tja, eine ganz gute Rede, würde ich doch mal sagen. Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen.
Nach Rookwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Was für eine Geschichte. Und ist es Sommer geworden? In Hogwarts. Na endlich. Das sieht wesentlich angenehmer aus, würde ich mal sagen. In grün. So, und ich bin wieder zurück. In meinem Schlafraum. In Gryffindor. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen. Und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine Zacks nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Okay, aber das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in der nächsten Folge.